Okay, auf geht's. Durch die Lava. Ja, möglichst an der Lava vorbei, nicht durch die Lava. Das könnte ein bisschen schädlich sein. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Lego der Hobbit. Hier direkt aus dem Erebor. Ja, und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Angler Jim. In einem neuen Level, Smaugs Höhle. Auf geht's direkt mit dem Level. Ja, los geht's. Das ist kein Arkenstein. Nee. Und schon sind wir im Spiel. Wir ducken uns erstmal, um dem Drachen nicht ins Maul zu rennen. Ja, dies ist tatsächlich eines der letzten Parts von Lego der Hobbit. Ich denke so an die 2-3. Unterbrichst du mich hier nicht? Ja, während ich da auf eine Vase einprügle, die dann nicht kaputt gehen möchte, kann ich euch ja sagen, es wird noch so an die 3-4 Parts geben. Vielleicht sogar weniger. So ganz genau kann ich es noch nicht sagen, aber ja, so ungefähr, also wird es sich verhalten. So ungefähr. 2 Parts, 3 Parts, nicht mehr als 4 wird das hier dauern, da ich mich entschlossen habe, weiterhin auf diese Vase sinnlos einzuprügeln. Ja, nee, da ich mich entschlossen habe, das Spiel nicht 100% zu spielen, sondern nach der Beendigung der Story zu beenden, kann ich euch schon sagen, dass das ständige Unterbrechen von meinen Sätzen äußerst nervig ist und das Smaug ein gewaltiges Arschloch ist. Na, hast da kein Smaug, wenn du ein Arschloch bist. Ich
Das ist wieder einer von diesen Geldtöpfen. Dieses Level ist richtig gemein zu Let's Playern. Ich sehe es schon. Das Level mag Let's Player nicht wirklich. Will ich anfangen, irgendwas zu kommentieren? Kommt schon der nächste Satz, den irgendwie Smoke an oder Bilbo anfangen will zu sagen. Das ist. Ich habe hier absolut keine Chance. Das ist. Unmöglich. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Was haben wir dir versprochen? Als Bewegung. Ich werde mich von keiner einzigen Münze trennen. Keinem einzigen Stück davon. Ja, hör auf zu labern, Smoke, weil bei den Umgebungsgeräuschen von zerbrechenden Lego-Steinen hört man dich sowieso nicht. Das ist sowieso egal, was du sagst. Du flüsterst das sowieso zu sehr. Topffontäne haben wir geschafft. Ja, und wenn ich dann auch noch kommentiere, hört man dich gar nicht. Aber das Level ist doch schon vorbei. Ich hoffe, im nächsten Part wird es besser. Und das war das erste Level in diesem Part. Wir spielen glatt noch ein zweites. Und gehen gleich mal weiter. Gut, jetzt können wir wählen zwischen rechts oder links. Ja, links führen die grünen Stats lang, die uns zeigen, hier sollst du lang gehen. Und rechts, ja, da ist der Kopf von Smoke. Ich gehe trotzdem erstmal kurz rechts lang, um zu schauen, was dort gebaut werden soll. Aha, ein Wegweiser. Ein Wegweiser soll es also sein. Und dann können wir durch. Ah, da haben wir die ersten Parts überhaupt in diesem Let's Play. Die könnt ihr finden unter dem, unter einem der ersten Videos. Vermutlich sogar das erste Video in der Playlist. Ja, Part 1, Lego der Hobbit. Okay, dann gehen wir jetzt zu den Schmieden. Schreiend. Schreiend und mit den Armen wedeln. Und da ist auch schon das nächste Level. Thorins Rache heißt das. Würde ich mal sagen, auf geht's in das Level. Sieht doch sehr nach einem finalen Level aus. Ob es das finale Level ist, weiß ich nicht. Aber ja, der wütende Smaug dort hat schon einiges zu sagen. Ja. Der Atemstein. Hast du den Atemstein? Wir haben kein Feuer, das heißt genug ist, sie zu entfachen. Vielleicht doch. Ich hätte nicht gedacht, dass du so leicht zu überlisten bist.
langsam geworden. Fett. Alter Schwamm. Schnecke. Gib dir Kopf. Ist klar, dass Bombo noch eine Keule ist. Okay, auf geht's. Durch die Lava. Ja, möglichst an der Lava vorbei, nicht durch die Lava. Das könnte ein bisschen schädlich sein. Zwei von drei? Eins von drei? Ah, da brauche ich Bilbo für den Lieben. Oder nicht? Nun, sah nur so aus. Man kann sich auch mal täuschen. Ja, hier ist eins von drei, hier ist zwei von drei, hier ist drei von drei. Keine Ahnung, was ich damit soll. Ach so, ja. Das macht Thorin für uns. Ja, einfach abwarten. Es löst sich im Laufe der Geschichte auf. Nicht voreilig handeln. Wuhu! Joha! Und was passiert? Ein neuer Lavafluss. Aber einen Augenblick, um uns ein paar Diamanten frei zu schaufeln. Haben wir. Okay, was ist damit? Boah. Nicht erstmal. Das wäre ein Part für den freien Spielmodus. Den wir aber in dieser Let's Play-Reihe erstmal nicht machen werden. Vielleicht komme ich irgendwann mal darauf zurück. Und macht das nochmal im freien Spiel 100%. Aber ich würde das dann gerne mal beenden, wenn die Parts dann beendet sind, wenn die Geschichte zu Ende ist. Ja. Weil wer letztens gut aufgepasst hat, es kam schon die Demo-Version von Pokémon Sonne und Mond raus, um ein bisschen Real Talk zu reden hier. Das heißt, auf gut Deutsch, es ist nicht mehr allzu weit bis zum Release von Pokémon Sonne und Mond. Noch knapp einen Monat. Ja, also. Achso, Bilbo muss das ziehen. Das heißt, ich muss meinen Upload-Plan bis dahin auch dementsprechend organisieren. Aber genug Real Talk. Das werde ich auch mal demnächst irgendwann mal in einem Dwarf News ansprechen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Jetzt ist erstmal die Zeit für ein Lego der Hobbit. Lassen wir mal die äußeren Themen stehen. Und betätigen dieses Rad hier. Das Wasserrad. Das uns direkt weiterbringt auf eine Lore. Ne, ein Draisine ist das, wenn ich mich richtig entsinne. Draisine nennt man das. Und ich bin ein bisschen langsam darauf. Aber scheinbar schnell genug, um dem Drachen zu entkommen. Steuerbar mit dem A-Knopf. Und da sind wir schon. Ist
das das Ende der Let's Play-Reihe? Hoffentlich nicht. Da ersteht er aus der Goldschicht und er starrt. Okay, das habe ich aber anders in Erinnerung, aber gut, ja, also da kommt auch schon der Abspann. Ich hatte gedacht, es geht da noch ein bisschen weiter, also ja. Ich kann mich an Szenen von Bart, dem Drachentöter, erinnern und einer Schlacht der fünf Heere, einem toten Smaug durch einen Pfeil in die Brust, für alle, denen das irgendwie was sagt, nennt sich auch dritter Teil von Lego der Hobbit, der hier komplett fehlt, aber gut. Das Spiel beinhaltet scheinbar nur Nummer 1 und 2. Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere, ist in diesem Videogame nicht mehr mit vertreten. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar hat dieses Spiel die wichtigsten Ereignisse der Geschichte einfach mal ignoriert und ausgelassen und vergessen. Ja, jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen beleidigt von dem Spiel. Und ich habe es als das Spiel angekündigt. Die Playlist hieß jahrelang das Let's Play. Es war das Lego, der Hobbit Let's Play. Für den Zwergenfürst. Was irgendwie das Aushängeschild von meinem Kanal sein sollte. Aber mit dem Ende muss ich mir das, glaube ich, noch mal ein bisschen überlegen. Ob ich nicht doch noch den Titel ein bisschen umändere. Ja, dann würde ich sagen, sollte euch dieser Part trotzdem irgendwie gefallen haben, sollte euch meine Playlist irgendwie gefallen haben, gebt diesem Video und allen anderen 17 Parts, insgesamt mit diesem Part 18, wenn ich mich nicht verzählt habe, allen 18 Parts ein Däumchen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, ja, würde mich freuen. Bewertet dieses Video fair, wie immer. Zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, wenn ich irgendwann später mal die 100% Challenge machen soll und das Ding im freien Spielmodus zu Ende spielen soll. Ja. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und gar kein weiteres mögliches 100% Level mehr verpassen wollt. Ja. Die Bewertung seht ihr von der Let's Play Reihe oben in der Leiste Beschreibung unter in dem Titel in der Playlist.
ganz oben. Ja, und solltet ihr bis zu dieser Stelle dran geblieben sein, schreibt doch, ja, Jenkins, dort habe ich einen Namen gesehen, schreibt doch den hübschen Namen Jenkins, ich weiß nicht mehr, was der getan hat, ist zu schnell vorbei geblättert, schreibt Jenkins in die Kommentare, der aus SpongeBob, ja genau, der aus SpongeBob, der alte Jenkins, schreibt Jenkins in die Kommentare, wenn ihr bis hier da geblieben seid, dann weiß ich, dass ihr bis fast ans Ende dran geblieben oder bis, vielleicht auch bis ans Ende geblieben seid. Jenkins ist das Codewort. Werd das jetzt auch öfters in Let's Plays einbringen. Da sehe ich, habe ich auch schon ein paar Mal in Let's Plays eingebracht. Da sehe ich nämlich, wer von euch meine Videos bis zu Ende guckt. Das ist ein kleiner Test. Ja, so viel dazu, zu Lego der Hobbit. Dann sieht es glatt so aus, als ob dieser Abspann ein Ende nimmt. Dann habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Man sieht sich.